Hey! Wunderschönen guten Tag zu. Sarah, da ist das unnützen Wissen, ganz genau. Da bin ich wieder, da seid ihr wieder. Man kann nicht losgehen. Unnützes Wissen Nummer 1. Die Nationalhymne von Griechenland umfasst 158 Strophen. Zieht euch da mal rein. Gesungen werden davon in der Regel nur die ersten zwei, weil 158 Strophen ist verdammt scheiße. Warum man so eine lange Nationalhymne braucht, keine Ahnung. Aber die Griechen, die brauchen das scheinbar. Unnützes Wissen Nummer 2. Die richtigen Mathe-Freaks und so unter euch, die werden das vielleicht wissen. Aber ich sag mal, die Normalos, so wie ich, die wissen das nicht. Die Zahl Pi kennen wir alle. Aber die ist jetzt am Computer auf genau, oder ziemlich genau, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall relativ genau, 2 Milliarden Stellen berechnet worden. Also die Zahl Pi wurde berechnet bis zur 2 Milliardsten Stelle. Wer das braucht, wer das macht, keine Ahnung. Aber tun da scheinbar Leute. Und jetzt wisst ihr das auch. Unnützes ist Nummer 3. Tesafilm, kennen wir alle. Aber wo kommt der Tesafilm her? Ich sage euch. Der Tesafilm wurde 1882 von Paul Beiersdorf entwickelt. Allerdings als Heftpflaster, als ein Pflaster. Da diese Klebeschicht die Haut aber sehr gereizt hat und dann natürlich auch wehtut und alles und in der Wunde und so eine Scheiße, hat sich das sehr schlecht verkauft als Heftpflaster. Aber als Tesafilm an sich, um Sachen festzukleben, war es ein Renner. Dennoch war es ursprünglich gedacht als Pflaster. Das war der Tesafilm. Ich bedanke mich für heute und sage bis zum nächsten Mal. Schussen!